Hallo, mein Name ist Chris Strubbel und ich zeige euch heute, wie wir Font Awesome, das Icon Toolkit, im Bubble nutzen können. Font Awesome ist mit 38% Marktanteil eine der größten Icon Libraries in der Welt und wir gehen jetzt durch, wie man das unterschiedlich nutzen kann und am Ende zeige ich euch noch drei weitere Beispiele für Icons. Wir gehen jetzt rein in den Editor und in Visual Elements und wählen Icon aus. Bubble kommt natürlicherweise mit den Font Awesome Icons. Was besonders spannend ist, ist hier, wenn ihr Circle nehmt und das Icon rotieren lässt, habt ihr eine Ladeanimation direkt im Bubble. Ihr seht auch, dass wir den Style des Icons ändern können und so einerseits die Icon Color ändern könnt, aber auch die Background Color des Icons verändern könnt. Mal Background Color None und das Icon auf Blau und die Rotation wiederum aus. Als nächstes möchte ich euch zeigen, wie wir in Bubble Font Awesome in einen Text integrieren. Im Texteditor haben wir folgende Struktur. Eckige Klammer FA für Font Awesome, dann den Icon Name und dann Font Awesome mit einem Strich. Den Icon Name kriegt ihr von der Font Awesome Seite. Das heißt, wir gehen auf Icons und ich wähle jetzt zum Beispiel Check aus. Das ist hier dieses und gebe ein und ihr seht jetzt, wie wir hier dieses Icon haben. Und wir brauchen jetzt noch diese drei Icons. Einerseits wählen wir hier das Times aus. Dann einmal Home und schließlich das Cog. Schließlich gehen wir in den Rich Text Editor und ändern noch die Farben. Und so könnt ihr sehen, wie wir wunderbar Font Awesome auch integrieren können in Texte. Ein weiteres Thema bei Font Awesome ist, wie man Font Awesome in den Button integrieren kann. Wir erstellen als erstes einen Button. Und wir können leider kein Font Awesome direkt als Rich Text in den Button integrieren. Das seht ihr hier. Das geht leider nicht, aber es gibt einen wunderbaren Workaround. Das heißt, wir machen den Button leer, das heißt kein Text. Group Elements in a Group. Wir nennen diese Group Group Button und wir fügen ein Textelement hinzu. Und in diesem Textelement können wir nun analog zu vorhin wieder Font Awesome verwenden. Ich nehme hier ein Beispiel. Und was wichtig ist, dass wir einerseits den Text zentrieren und dann auch hier nochmal Center Horizontal, Center Vertical. Schließlich ist noch ein wenig hilfreich, etwas Whitespace um die Gruppe zu machen. Das heißt, wählt hier die Gruppe aus und macht etwas Whitespace auf den Achsen, die euch belieben. Und so habt ihr natürlich in Font Awesome jetzt auch einen Button. Wir gehen jetzt noch kurz auf die Vor- und Nachteile von Font Awesome ein. Der Vorteil ist einerseits, dass wir keine zusätzlichen Groups für die Formatierung brauchen. Und andererseits natürlich, wie ihr gesehen habt, wir können das sehr schnell und leicht einbinden. Die Nachteile sind, leider werden einige Icons nicht dargestellt und wie ihr hier sehen könnt, auch Solid Icons, die es eigentlich in Font Awesome gibt, können wir leider nicht so im Bubble darstellen. Deswegen zeige ich euch noch drei weitere Beispiele, im Bubble Icons einzustellen. Das erste ist Icons 8. Icons 8
ist eine Library an Icons und Illustration und ich zeige euch jetzt, wie man diese im Bubble verwenden kann. Wir wählen hier Chat Bubble aus und ihr seht, dass wir den Button Embed HTML haben. Wenn ihr hier auf Paste this fragment into your HTML geht, anschließend dieses Kopieren, geht ihr zurück in Bubble und könnt das HTML-Element hinzufügen. Und in diesem HTML-Element fügt ihr dieses Image ein. Bei Icons 8 solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr mit dem Responsive Editor und mit den Größen optimal verfahrt. Dies ist natürlich nicht ganz so leicht wie mit den nativen Icons in Bubble, aber es funktioniert. Ein weiterer Weg, Icons in Bubble zu verwenden, ist nun die Material Icons. Wenn ihr in der Plugin Library Google Material Icons eingebt, dann findet ihr dieses Plugin, was offiziell von Bubble kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Ihr findet im Visual Elements Material Icon und könnt hier nun Icons auswählen und auch die Farben ändern. Und schließlich ein drittes Icon-Set, was ich persönlich sehr gerne mag, ist die Ionic Elements, ebenfalls ein offizielles Plugins von Bubble. Und dieses hilft euch wiederum, wenn ihr in den Visual Editor geht und Ionic Icon eingebt. Dann könnt ihr auch sehen, dass dieses Icon ebenso sehr schön ist. Wie ihr gesehen habt, ist es super einfach und sehr flexibel in Bubble mit Icons zu arbeiten. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt gerne auf den Like-Button oder subscribt unseren Channel. Bei Fragen nutzt die Kommentare und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit Bubble und auf bald.